Hallo, ihr lieben Odysseus. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, und ich freue mich, dass wir heute die vorletzte Stunde zusammen gestalten. Ich habe heute mal mich in künstlerischer Aktivität versucht. Es ist nicht ganz so geglückt, aber der Flipchart hilft mir, euch ganz kurz darauf vorzubereiten, was euch heute erwartet. Im Wesentlichen ist unsere Stunde aufgeteilt in zwei große Puzzlesteine. Das sind diese beiden. Und im ersten Puzzlestein geht es nochmal um ganz viel Praxis mit dem Ziel, dass ihr hinterher idealerweise ein Vocal Warm-up für euch habt, das ihr direkt anwenden könnt in jeglichen stimmintensiven Situationen. Und das Ziel ist vielleicht auch methodisch, didaktisch gedacht, dass jeder dieser Funktionsbereiche einmal angesprochen wird. Alle Bereiche, die unsere Stimme, die unsere Atmung beeinflussen, dass wir die einmal mit reinholen in unser Konzept. Das heißt, es wird Lockerungsübungen geben, Dehnübungen, Übungen zur aufrechten Haltung. Wir werden wiederholen, einige Aspekte zur Lockerung des Vokaltrakts, zur Verbesserung der Resonanz und zum Abbau der muskulären Dysbalancen in diesem wichtigen, für uns so wichtigen Trakt. Es wird natürlich auch um die Atmung gehen und wir werden Stimmübungen ausprobieren. Einige Aspekte werden wir wiederholen von Übungen, die ihr kennt. Das finde ich total klasse, weil sich Übungen festigen, setzen, sozusagen einfach für euch geläufiger werden. Aber wir werden auch einige neue Punkte mit aufnehmen. Linda hat das schon freundlicherweise anmoderiert. Wir lernen auch noch eine neue Übung mit dem Lax-Vox-Schlauch kennen. Und euren Duft habt ihr mit Sicherheit auch schon alle parat. Der zweite Puzzlebaustein, da lade ich euch ein, kräftig mitzugestalten. Da ist die entscheidende Frage, wie halte ich meine Stimme ein Leben lang gesund? Das heißt, take care of your voice. Ihr seid alles Professional Voice User und uns beschäftigt die Frage, wann habe ich vielleicht eigentlich nur eine kleine Unpässlichkeit? Ich bin etwas indisponiert. Wann habe ich aber vielleicht auch wirklich ein Stimmproblem und vor allem, warum habe ich das? Was sind mögliche Ursachen für Stimmprobleme? Und natürlich daraus resultierend, was hilft? Was kann ich tun? Was kann ich meiner Stimme vielleicht auch Gutes tun, wenn ich noch gar kein Stimmproblem habe? Und eure Fragen sind herzlich willkommen. Schreibt sie in den Chat, klingt euch dazu, hebt die Hand, wir nehmen euch dran und freuen uns sehr auf alle Fragen, die ihr mitgebracht habt. Ich kann auch jetzt, weil ich parallel die Übung anleite, und sie auch mache, nicht ganz so viel reden, wie ich das vielleicht normalerweise tun würde, wenn ihr bei mir seid und ich rumgehe und was dazu sagen kann. Auch da, wenn ihr euch fragt, was soll das eigentlich, warum macht sie diese Übung oder was bewirkt es physiologisch, dann freue ich mich, wenn ihr ja auch dazu eure Fragen äußert. Jetzt würde ich vorschlagen, springen wir direkt rein in die Praxis. Ich schieb das Flipchart ein bisschen weg mit unserem Vocal Warm-up. Und vielleicht mögt ihr euch vorstellen, oder vielleicht entspricht das ja auch der Realität, 18:30 Uhr, Audisti Start. Mit Sicherheit hattet ihr schon einen langen Tag in der einen oder anderen Form. Vielleicht habt ihr euch auf dem Sofa ein kleines bisschen ausgeruht oder wir stellen uns das vor und wir steigen vom Sofa runter, weil das jetzt eben losgeht. Und strecken und dehnen uns nochmal ganz genüsslich. Mit dem Einatmen dehnt ihr euch nach oben, rechte Hand umfasst linkes Handgelenk. Und mit dem Ausatmen auf einem, wir machen den Ausatmen hörbar auf S. Dehnt ihr euren Körper zur Seite, öffnet die Zwischenrippenmuskulatur und die Flanken. Nochmal einatmen in die Seite, in die Flanke. Ausatmen und vielleicht geht die Bewegung noch mal 2 Zentimeter weiter. Einatmen, groß werden, auch den Kopf ganz leicht nach hinten senken, um den vorderen Kehlkopfbereich zu dehnen. Ausatmen, Handgelenk greift um, linke Hand zum rechten Arm. Ausatmen, S-laut zur anderen Seite. Auch hier bleiben wir einige Atemzüge. Ihr atmet tief ein in die Seite, öffnet hier und atmet aus. Möglichst wohlig, möglichst gemütlich. Ihr atmet ein, werdet nochmal groß
Und atmet aus, Spannung in die Arme, als ob ihr was runterdrückt, wie eine Albatros-Übung heißt hier, wie ein großes Albatros. Und atmet aus. Löst die Spannung in der Bauchdecke auf und kommt reflektorisch zur Luft. Unser rechtes Ohr sinkt zur rechten Schulter. Linker Arm geht tief, Handfläche im rechten Winkel, sodass ihr hier die Dehnung spürt. Ich nehme all diese Muskelgruppen der äußeren Kehlkopfmuskulatur, weil meistens ist hier viel Kompensation. Und ihr haltet die Dehnung, wenn ihr die Übung für euch macht, gern noch ein wenig länger als wir hier. Je länger, desto besser. Beide Schultern sind ungefähr gleich hoch. Achtet darauf, dass nicht das passiert. Und ihr atmet tief weiter in den Bauch. Ihr löst die Dehnung auf, Kopf kommt zur Mitte, einatmen. Mit dem Ausatmen, linkes Ohr sinkt zur linken Schulter, rechter Arm zieht tief, Handfläche ist angewinkelt und ihr spürt die Dehnung hier. Wenn ihr hier eine gute Dehnung spürt, ist alles okay. Wenn nicht, gäbe es auch noch die Möglichkeit, mit dem linken Arm zum rechten Ohr zu gehen und die Dehnung etwas zu intensivieren. Die Atmung geht weiterhin gut und tief. Zwerchfell darf sich absenken, keinen festen Bauch. Einatmen, aufrichten. Wir schauen mal, ob jemand hinter uns im Raum steht und bewegen den Kopf einmal langsam, schauen uns über die Schulter, dehnen auch noch diesen Bereich. Halten die Dehnung, halten, halten. Und kommen langsam wieder zur Mitte. Und wir schauen auch nochmal, ob vielleicht links hinter uns jemand steht und bewegen den Kopf. Schauen uns über die Schulter. Halten. Halten die Dehnung. Atmung geht tief. Der Rest des Körpers ist aufgerichtet. Und wir schauen zur Mitte. Und weil wir ja gerade von unserem Sofa aufgestanden sind, machen wir noch eine Übung zur Atemvertiefung. Und auch zur Energetisierung des Einatemreflexes. Jetzt hänge ich gleich über Kopf, wundert euch nicht, hängt ihr auch. Ihr müsst nicht schauen, ich hoffe, ich leite es so an, dass ihr alles mitbekommt. Ihr stellt euch vor, ihr habt vor euch vielleicht die Lehne eures Sofas oder ein Geländer von der Treppe oder was auch immer. Der Kopf ist schwer, das Kinn sinkt zum Brustbein. Und der Kopf ist so schwer, dass der Oberkörper locker nach vorne gezogen wird. Es ist keine Dehnung für die Beine. Die Füße sind hüftbreit, die Knie sind durchlässig. Ihr könnt den Kopf ganz leicht hin und her bewegen, als ob ihr sagen wolltet, nein, nein, nein. Kleine, feine Bewegung, Nacken ist locker. Kleines Nicken. Ja. Und es gelingt euch, den Atlas noch ein kleines, den obersten Nackenwirbel noch ein kleines bisschen zu entspannen, wenn ihr einmal den Kiefer in dieser Position öffnet. Und beim Schließen euch vorstellt, ihr gebt nochmal ein paar Millimeter nach. Nochmal öffnen und schließen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass jemand hinter euch steht oder ihr legt selbst eure Hände in die Flanken mit dem Daumen an den unteren Rippenbogen im Rücken. Und ihr spürt, wie ihr weit und tief einatmet. Der Po ist locker, das ist ganz wichtig. Im Moment ist der Beckenboden nicht angespannt. Zwerchfell sinkt tief. Weite im Einatmen, Loslassen im Ausatmen. Wir machen den Ausatmen hörbar. Wenn wir tiefer einatmen wollen, dann lohnt es sich, den Ausatmen zu fokussieren. Wir atmen ein und atmen aus, stimmloser, gut artikulierter S-Laut. Ihr könnt euren Fußboden anzischen. Bauchdecke geht nach innen, nach innen, nach innen. Und dann löst ihr die Spannung in der Bauchdecke auf und kommt reflektorisch zur Luft. Ein zweiter Durchgang. Weit einatmen, bis in den Rücken, bis in die Flanken. Ausatmen, gut artikulierter, fokussierter S-Laut. Bauchdecke lösen. Hände wieder sinken lassen, Schultern ein kleines bisschen aus. Schütteln sozusagen und dann kommt ihr langsam. Die Betonung ist auf langsam. In Zeitlupe werdet ihr Wirbel für Wirbel aufgerichtet. Ihr spürt jeden einzelnen Wirbel. Der Kopf kommt ganz zum Schluss, Kinn bleibt auf dem Brustbein. Oberkörper richtet sich auf.
Und erst, wenn ihr tatsächlich aufrecht steht, Füße breit, Knie durchlässig, aufrechtes Becken, aufrechter Thorax, kommen die sieben Nackenwirbel, langer Nacken, als ob ihr an euer natürlich nicht vorhandenes Doppelkinn denkt, dass der Kopf nicht nach vorne geht. Oft ist es beim Unterrichten so oder wenn wir Vorträge halten, dass wir direkt in diese Position verfallen. Langer Nacken, als ob ihr eine Kopfstütze habt oder ihr bekommt hier, ich glaube, Linda hatte diese Übung mit der Massage hier, das fällt mir dazu gerade ein, dass ihr die nochmal mit dazu nimmt. Mit dem Einatmen gehen wir einmal in die sogenannte Power Pose. Wir machen das Victory-Zeichen. Ihr seid alle hier und das ist einfach grandios. Einatmen, groß werden, Power Pose. Ausatmen, kräftiger SCH-Laut aus dem Zentrum. Und ihr lasst die Arme fallen. Mit dem nächsten Schwung atmet ihr ein, Power Pose. Einatmen, groß werden, bis in die Zehenspitzen. Ganz groß aufrichten. Ausatmen, kraftvoller Ausatmen, SCH. Und ein letzter Schwung trägt euch nach oben in die Power Pose. Aufrichten, groß werden, stolze Haltung. Und noch einmal ausschütteln. Und wieder Wirbel für Wirbel langsam aufrichten. Jetzt sind wir fit, jetzt sind wir motiviert, jetzt sind wir voll da. Müssen wir natürlich trotzdem noch mal ins Bad gehen und unsere Zähne putzen nach unserem Nickerchen. Und ihr stellt euch vor, ihr habt euren Spiegel. Wir wollen wissen, wie ist die Spannung unserer Kaumuskulatur? Ganz viel hängt Stimme tatsächlich auch mit dieser Muskulatur zusammen. Ganz viele Patientinnen und Patienten erzählen von Schwierigkeiten. Vielleicht haben auch einige von euch die Beißschiene zu Hause. Es wurde auch einmal gefragt, deswegen dachte ich, ich greife die Übung nochmal auf. Euer linker Arm gibt die Basis für den rechten. Die rechte Hand ballt ihr zur Faust. Ihr legt euer Kinn da drauf ab. Ihr wollt den Kiefer öffnen, aber es gelingt euch nicht, weil die rechte Faust hält den Kiefer zu. Aber der Kiefer darf ein klein wenig Widerstand spüren. Das heißt, ihr geht auf Spannung. Ihr wollt öffnen und haltet wieder den Kiefer gegen diesen Widerstand. Haltet und entspannt. Löst, gebt dem Kiefer eine kleine Pause und dann wiederholen wir das noch einmal. Ihr stützt den Kiefer auf eure rechte Faust, geht auf Spannung gegen den Widerstand, wollt ihr öffnen, halten, halten und dann lasst ihr eure Arme sinken. Stellt euch vor, wir machen ins Kiefergelenk links, ins Kiefergelenk rechts ein kleines Öltröpfchen und wie ein elektronisches Garagentor geht der Kiefer auf in die Position des lautlos A, der Vokal A. Das heißt maximale Kieferöffnungsweite, entspannte Zunge, die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen und ihr öffnet. Genau. Und als ob ihr hinten in der Rachenmuskulatur im Gaumen die Vorhänge aufzieht. Wenn ihr dabei den Gähnreflex auslösen solltet, wunderbar. Habt ihr alles richtig gemacht? Gähnreflex als Natural Approach sichert die Weite im Vokaltrakt. Das heißt, ruhig noch einmal, lautloses A, der Kiefer gleitet auf maximale Weite hier. Die Zunge hat ihre Spitze hinter den unteren Schneidezähnen und ihr wölbt den Zungengrund nach vorne, sogenannte Pleuelübung, die kennt ihr, die hatten wir schon vor Weihnachten. Und ihr spürt idealerweise einen Stretch. Ihr macht die Übung gerne weiter, während ich erkläre. Hinten am Zungengrund. Kiefer ist geöffnet. Vorsicht, keine Verspannung. Hier nur die Dehnung des hinteren Zungenrückens. Und dann lasst ihr die Zunge wieder reingleiten. Die Zunge kreist 3 bis 5 Mal. Für manche ist die Übung sehr anstrengend am Anfang im Mundvorhof. Ihr putzt praktisch eure Zähne. Ihr tupft ein kleines bisschen imaginäre Zahnpasta auf die Spitze. Und dann, ich kann mal ein bisschen näher kommen. Und dann beschreibt die Zunge im Mundvorhof Kreise 3 bis 5 Mal in die eine Richtung. Dann gibt es einen Richtungswechsel und wir putzen unsere Zähne 3 bis 5 Mal in die andere Richtung. Wenn ihr fertig seid, macht ihr einen kleinen Moment Pause und spürt mal in den Körper. Nach all diesen
Übung, die ihr bisher gemacht habt, gibt es vielleicht schon eine Veränderung zu dem Moment, wie ihr mit Audisti heute Abend gestartet seid. Wir plustern jetzt, wir haben den Mund voller Zahnpastaschaum und plustern die Wangen auf. Atmet bitte durch die Nase weiter, dass wir nicht, als ob wir tauchen wollen, hier die Kehle zustauen, sondern wir atmen durch die Nase weiter. Und ihr drückt den Schaum in die eine Wange, in die andere. Auch das ist nur eine Dehnübung für diesen Bereich. Und lasst wieder locker. Jetzt springen wir unter die kalte Dusche. Das mache ich einmal vor euch. Plattert ein kalter Regen. Wir probieren erstmal trocken. Sowas wie das Lippenflattern. Viele werden es von euch kennen. Erstmal stimmlos. Vielleicht könnte es jeder mal probieren. Und dann mit Stimme. Das brauchen wir nämlich gleich für unsere kalte Dusche. Wer das nicht kann, kein Stress. Ihr könnt machen. Oder einige von euch können vielleicht das Zungen-R, das geht genauso. Sucht euch irgendwas, irgendeinen lockeren, geläufige Art, mit der Stimme gleich umzugehen. Ich springe unter die kalte Dusche und schüttel meinen Körper einmal aus. Und springe wieder zurück. War sehr kalt. Jetzt springen wir alle zusammen nochmal rein. Rein und flattern, duschen. Und wieder raus. Und jetzt sind wir voller kaltem Wasser und ihr kriegt von jemandem Freundlichen ein Handtuch gereicht. Es ist bretthart. Es ist garantiert kein Weichspüler dran und ihr rubbelt euch einmal kräftig ab. Die Arme. Den Brustkorb. Bauch. Auch den Rücken nicht vergessen. Vielleicht sogar die Schultern. Und die Beine. Alles kräftig einmal abrubbeln. Ui, da sind noch ein paar Tropfen. Die machen wir weg. Achtet drauf, dass der Impuls aus der Körpermitte kommt, dass ihr nicht hier fest werdet. Ich übertreibe mal. Sondern dass wir wirklich hier freigeben. Denkt an die Lockerungsübung, die wir gerade gemacht haben. Und alle Tropfen nochmal weg. Und jetzt habe ich für euch mitgebracht, oder jeder hat seine eigene Lieblingskörperlotion. Ihr drückt euch ein kleines Tröpfchen auf die Handflächen, verreibt die Körperlotion und dann dürft ihr einmal genüsslich die Lotion auf dem Körper verteilen. Die riecht sehr gut. Könnt ihr dazu schon mal ein bisschen summen? Und wenn ihr alles einmal abgesalbt habt sozusagen, dann wird es Zeit, sich anzuziehen. Und zwar gibt es heute für jeden von euch einen Königin- oder einen Königsmantel. Wir heben einmal die Ellbogen hoch. Da fällt mir Lindas Übung ein mit den Handtüchern. Das war, fand ich sehr schön. Das geht in den ähnlichen Gedanken, den Brustkorb nochmal aufzurichten, bevor wir in die Stimmarbeit gehen. Dieser Königsmantel wird euch über die Schulter gelegt. Und auch wenn wir gleich die Arme senken, habt ihr das Gefühl, der Mantel ist noch da. Also wir senken nicht die Arme, sondern ihr habt euren Königsmantel und ihr bekommt von mir noch die goldene Krone auf den Kopf gesetzt. Denkt nochmal die langen Nacken, Kinn ins imaginäre, eher ein bisschen ins imaginäre Doppelkinn denken, Königsmantel. Und jetzt seid ihr angezogen, geduscht, gestretcht, Zungenyoga. Haben wir alles gemacht? Jetzt wird es Zeit für einen kleinen Kaffee. Und ihr greift zu eurem Duft und nehmt mal eine tiefe Nase und spürt, wo öffnet der Einatem den Körper, wo spürt ihr über den Duft Atembewegung in eurem Körper, vielleicht im Bauch, aber mit Sicherheit auch hier. Und das, was man eh am allerbesten spürt, und allein dafür würde ich die Übung, liebe ich sie, hier. Es öffnet auch nochmal diesen Bereich, den wir beim Singen manchmal als Maske bezeichnen. Beim Sprechen wichtig, dieser sogenannte Vordersitz, dass wir da über den Duft die Räume öffnen. Und die wollen wir jetzt versuchen, mit Klang zu füllen. Wir legen die Hand auf den Bauch. Und ihr summt praktisch, ihr habt das Gefühl, ihr seid heute Bauchrednerinnen. Und
Und damit es besser funktioniert, könnt ihr dazu kauen. Vielleicht gibt es ja auch schon, Linda meinte vorhin, ihr habt euren selbstgebackenen Kuchen oder einen Muffin oder eine duftende Apfelsine. Und die Vorstellung ist, es ist nur eine Vorstellung, es ist ja kein physiologisches, korrektes Bild, dass ihr diesen Raum mit Klang füllt. Und dann gehen wir zum nächsten Raum, unserem Brustton der Überzeugung. Das ist auch für ganz viele, wahrscheinlich Schülerinnen, Schüler, vielleicht auch für euch ein ganz wichtiger Raum. Wir summen in diesen Raum. Und je mehr Vibration ihr hier spürt, ihr summt und kaut einfach weiter, während ich rede. Und idealerweise erfahrt ihr hier sehr, sehr viele Vibrationsempfindungen. Wenn ihr es bei der Hand habt, kann man das auch mit dem Luftballon spüren. Man legt sich den Luftballon aufs Brustbein. Und alles vibriert und britzelt. Es kann helfen, dass ihr euch vorstellt, ich gebe mal einen definierten Ton. Die Männer dürfen sich gerne einen anderen nehmen, eine Oktave tiefer oder wenn das zu tief ist, auch irgendein, der euch angenehm ist. Für Frauen ist oft dieser hier ein guter Ton. Und wir summen auf diesem Ton und ihr versucht, so viele Vibrationen wie möglich hier wahrzunehmen. Könnte ich ein bisschen abklopfen, bis ihr das Gefühl habt, wirklich hier vibriert es ganz schön. Unseren letzten Bereich, unseren letzten Fokuspunkt, das ist dieser hier. Eine Hilfestellung, die ihr ausprobieren könnt. Ihr macht mit euren Händen eine Schale und legt die euch vors Gesicht. Die Frequenz lassen wir und ihr versucht nur hier viele Vibrationen zu spüren. Vielleicht imaginiert ihr nochmal den Duft. Und dann summt ihr in diesen Raum rein und spürt die Vibration wahrscheinlich an den Lippen, an der Nase, an der Stirn, überall. Wir können auch mit den Tonhöhen spielen. Und ihr könnt schauen, wo spüre ich welche Vibration. Und am Ende summen wir alle zusammen, auch wenn ich es nicht hören kann, klingt es bestimmt toll, diesen Ton. Und ihr versucht überall Vibration zu spüren. Hier, hier und hier. Ein guter Abschluss dieser Übung. Wenn ihr wenig Zeit habt, ihr müsst ganz schnell Walk-a-Warm-up machen, sehr effektiv. Dann, und ihr fahrt im Auto zu irgendeinem Training, irgendwas, was ihr zu tun habt, summt in eurem sogenannten Eigenton, in eurer Wohlfühllage, in eurer Komfortzone. Und das ist schon ein sehr hilfreicher Start für eine stimmintensive Situation. Jetzt würde ich Linda einladen, dazu zu kommen und euch euren Blubberschlauch zu holen. Für die, die vielleicht nicht da gewesen sind beim letzten Mal. Wir haben eine Flasche, ihr füllt die mit 4-5 Breit Wasser. Der Schlauch hat Markierungen und ist ungefähr 2 Finger breit im Wasser. Ihr haltet den auf Brusthöhe. Denkt an euren Königsmantel, an die Königskrone und wir blubbern da rein. Und ihr denkt daran, zum Atmen die Bauchdecke lösen, gerne auch durch den Mund einatmen. Und jetzt spiele ich gleich Intervalle, die ihr mitblubbern könnt. Und Linda blubbert die mit, weil dann muss ich nicht spielen, blubbern und reden gleichzeitig. Und vom Ablauf her für euch gebe ich immer einmal das Intervall vor. Und beim zweiten Durchgang gleitet ihr nach oben. Also ich mache einmal vor, ich mache es einfach einmal vor. Und jetzt werdet ihr alle dabei. Und weiter geht's. Denkt an eure lockeren Wangen, dass die alle mitblubbern, dass ihr nichts fest habt, gutes, resonantes Blubbern. Vielen Dank, Linda, das ist super. Und wir gehen einmal durch den gesamten Tonhöhenumfang durch. Also. Bauchdecke lösen, zur Luft kommen.
Ihr slidet durch alle Tonhöhen und wieder zurück. Genau, wunderbar. Zu Luft kommen, alles auflösen, dem Körper die Gelegenheit geben, neu die Positionierung zu finden. Den Mund einatmen, auf die Wangen achten, dass sie auch locker bleiben, dass sie mitblubbern. Genau. Einige Töne kommen noch. Nächstes Intervall. Macht es, solange es offen, locker und angenehm ist. Ne? Wenn ihr jetzt gleich das Gefühl habt, das wird anstrengend, dann pausiert ihr. Idealerweise geht diese Übung nämlich einmal über den gesamten Tonhöhenumfang. Und über die Oktave praktisch wieder zurück. Ich spiele wieder das Intervall. Und jetzt vergrößern wir das Intervall und ihr gleitet durch alle Tonhöhen durch, bis ihr bei dem Tiefsten ankommt. Und der Tiefste ist der wichtigste. Okay, jetzt. Gut, und auf dem können wir einen Moment bleiben. Ihr löst die Bauchdecke, kommt zur Luft. Nächstes Intervall. Die Stimme gleitet, das ist einfach wahnsinnig wohltuend für die Stimme, tatsächlich in diese Glissandi, diese Pitch Glides zu gehen. Super Vocal Warm-up. Bauchdecke lösen, zur Luft kommen. Und wir enden immer in der Sprechstimmlage. Genau. Also auch wenn ihr die Übung zu Hause macht, endet ihr immer in der Vollschwingung. Und einen letzten und dann sind wir wieder daheim, dann sind wir wieder gut unten angekommen. Und den letzten versuchen wir nochmal, den blubbert ihr und macht kleine, setzt den Ton ab, als ob ihr Staccato produziert. Und das machen wir gleich nochmal zum Schluss. Schönstes, lautes, lockerstes, kräftiges Blubbern, langer Ton. Und ihr produziert kleine Staccato-Tupfer mit eurem Lachsfox-Schlauch. Kurze Pause. Da könnte man jetzt noch ganz viel schöne Sachen anstellen. Wenn ihr an Literatur arbeitet oder ihr habt den Kinderchor, mit Kindern geht das auch ganz wunderbar. Ihr könnt Phrasen blubbern, ihr könnt Sachen aus den Songs blubbern, die ihr gerade macht. Und wie ihr jetzt merkt, ist Lachsvox ein super Tool zur Rehabilitation der Stimme, zur Pflege der Stimme, aber in dieser Lachsvox Work Version auch einfach ein ganz tolles Tool, um die Stimme zu trainieren, um sängerisch damit zu arbeiten. Und damit ihr hört, ob der Effekt da war, würde ich euch bitten, dass ihr alle für euch einmal nochmal die Wochentage sprecht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt zu hören, wie es euch mit all diesen vielen Übungen, der Koffer war prall gepackt. Ich weiß es, ich habe richtig viel eingedampft in den kleinen Koffer Zeit, den wir zur Verfügung hatten. Aber ich freue mich auf eure Anregungen, Fragen, Beobachtungen, was auch immer euch dazu einfällt und würde überleiten zu unserem nächsten Puzzlestein. Nämlich zu unserem Gespräch mit Linda und mit euch natürlich auch sehr gerne zum Thema Stimmhygiene. Da will tatsächlich noch jemand rein. Genau. Ja, Bea, vielen Dank. Ich starte einfach. Ja, oder? Okay, sehr gerne. Wunderbar. Also wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Es soll im letzten Block jetzt nochmal, wie du gesagt hast, um die Stimmhygiene gehen.
Was ist denn mit meiner Stimme los? Du hast das so wunderbar hier als erste Frage angeschrieben. Ich merke, irgendwas ist da. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ist das was Dauerhaftes vielleicht oder woran merke ich das? Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, die ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt habt. Man war auf einer Party und am nächsten Tag ist die Stimme angeschlagen. Ist das jetzt gleich eine Stimmstörung? Habe ich gleich ein Stimmproblem oder geht es vorübergehend wieder weg? Ein ganz wichtiges Kriterium hatte ja Katharina Rohlfs in der letzten Sitzung schon gesagt. Wenn ihr merkt, der Stimmklang ist verändert, wartet nicht zu lange. Spätestens nach 3 Wochen würde ich euch empfehlen, dass ihr einen Facharzt aufsucht. Und ansonsten ist zu sagen, wenn eines dieser 3 Kriterien häufig zutrifft, dann würde ich auch sagen, dass ihr euch darüber Gedanken macht, wer euch unterstützen kann mit eurer Stimme. Das eine ist, wenn der Stimmklang verändert ist, wenn ihr merkt, eure Stimme ist belegt, behaucht oder hat raue Anteile, ist heiser. Das ist ein absolutes Leitsymptom. Das zweite ist, ihr merkt, ihr seid einfach nicht mehr so belastbar. Ihr konntet früher einen Unterrichtstag mühelos durchhalten und jetzt kommt Schülerin 2 oder ihr habt eine halbe Stunde vielleicht einen Vortrag gehalten und zack, merkt ihr, irgendwas ist nicht okay, es fühlt sich nicht gut an. Und da sind wir beim dritten großen Kriterium, diese sogenannten Missempfindungen, die ihr eventuell spürt. Ihr spürt eine Trockenheit, eine Belegtheit. Patientinnen und Patienten schildern diesen Globus wie ein Kloß im Hals, Schluckbeschwerden, manchmal sogar Schmerzen. Das heißt, wenn einer dieser 3 Symptome für eine längere Zeit oder auch wiederkehrend auftritt, dann wäre es sinnvoll, eventuell sich da Unterstützung zu suchen, sei es medizinisch oder eben äquivalent auch stimmtherapeutisch. Wenn ihr sängerisch denkt, dann kann es sein, dass ihr an der Sprechstimme noch gar nichts merkt, aber ihr merkt, die leisen Töne fallen euch schwer. Das ist ein ganz wichtiger Indikator. Wenn ihr merkt, im Piano ist die Stimme instabil. Die Registerwechsel sind nicht mehr ganz so, wie ihr sie kennt. Und oft spürt man auch, kennt ihr auch vielleicht von der Erkältung, dass die höheren Töne, also sozusagen, wenn ihr in die höhere Lage geht, nicht mehr ganz so mühelos anspringt, dass ihr mehr Druck braucht. Solange das vorübergehend ist, nach einigen Tagen wieder weg, vielleicht einfach, weil ihr eure Stimme überanstrengt habt, ist alles gut. Aber wenn es wiederkehrend ist oder länger andauert, dann würde ich sagen, ist es ratsam, euch Unterstützung zu holen. Ein ganz wichtiges Kriterium ist auch der Bogen, den ihr in der ersten Sitzung ausgefüllt habt, dieser sogenannte Voice Handicap Index. Da gibt es Punktwerte, also wenn ihr da einen Punktwert habt, der über, ich glaube, 16 oder 18 geht, dann ist es schon, geht es schon in so eine Richtung, dass man es auch, dass ihr auch schon einen Indikator habt, dass es vielleicht etwas ist, wo es sich lohnt, dass ihr Hilfe bekommt. Und warum habe ich Stimmprobleme? Also wie kommt es dazu? Was sind so vielleicht auch typische Ursachen? Die Ursachen für Stimmprobleme sind, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Es gibt einen bunten Blumenstrauß. Es gibt nie nur eine Ursache. Das ist auch ganz wichtig. Und je gründlicher der oder diejenige, die euch unterstützt, mit euch gemeinsam dieser Ursache auf den Grund geht, desto besser. Es kann sein, dass ihr einfach eine ganz große Stimmbelastung habt. Was für Stimmen anstrengend ist im Lehrerberuf, ist Sprechen über Lärm. Das heißt, ihr habt einfach eine hohe Stimmbelastung und habt vielleicht im Rahmen des Studiums gar nicht so viel. Viele Lehrer, Lehrerinnen, die kommen, hatten gar keine gute SprecherInnenausbildung. Das heißt, ich mache mit meinem als ein Professional Voice User Job, aber ich habe gar nicht gelernt, äquivalent damit umzugehen. Das ist eigentlich auch, es ist eine wichtige Ursache. Es kann sein, dass ihr andere Beschwerden habt. Wir haben die Kiefergelenksbeschwerden angesprochen, muskuläre Dysbalancen in diesem Bereich, Schultern-Nackenbeschwerden. Es kann sein, dass ihr mit dem Reflux zu tun habt. Reflux wirkt ganz häufig stimmstörungsauslösend. Es gibt das große Feld der Medikamente. Ihr nehmt regelmäßige Medikamente und oft wissen es die Ärzte nicht, dass auch die Nebenwirkungen haben können auf eure Stimmen. Es kann sein, dass ihr sehr stark unter Stress steht, dauerhaft. Und der Kehlkopf unterliegt dem Vegetativum und die Atmung auch. Und Stress bewirkt muskulär Anspannung. Jeder Gedanke bewirkt eine Veränderung im muskulären Tonus. Das wären so grob einige Ursachen, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr
aufschlussreich und lohnt, da genau hinzugucken. Es kann der Bühnennebel sein, es kann der Laserdrucker sein, der neben euch steht, die Luftqualität. Es gibt ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen können. Wenn ich mich jetzt wiedergefunden habe in einem dieser Punkte, die du gerade genannt hast, wo gehe ich dann am besten hin? Du hattest das schon angesprochen, dass man sich Hilfe sucht. Was sind denn so ganz konkret Stationen, wo ich hingehen könnte oder was wären Optionen? Also die erste Option ist es, zu einem qualifizierten Arzt zu gehen oder einer Ärztin, Phoniater oder HNO-Arzt, die die Stimme strukturell untersucht. Die praktisch, so wie Frau Dr. Röß das letzte Mal beschrieben hat, die Stimmlippen, ihr habt die gesehen, das fand ich ganz toll, wie sie schwingen, wie sie aussehen müssen und idealerweise habt ihr einen Befund, der in Ordnung ist. Aber ihr könnt von diesen Fachärzten eine Verordnung bekommen für eine Stimmtherapie. Das ist ähnlich wie eine Physiotherapie für die Stimme. Und da werden, so Gott will, erfahrene Kolleginnen und Kollegen mit euch sowohl stimmübende Verfahren anwenden, aber auch präventiv beratend tätig werden, mit euer Ursachengefüge knacken und schauen, was für euch die Faktoren sind, die euch guttun könnten. So klassische Tipps zur Stimmhygiene, die ihr wahrscheinlich auch vielleicht schon kennt, ist ganz wichtig, ausreichend trinken. Das ist jetzt gerade mein Problem. Das ist wahnsinnig trockene Luft. Die Schleimhäute trocknen aus. Also wichtigster stimmhygienischer Tipp, Schleimhäute mögen es warm und feucht. Viel trinken, wenn es geht, das Räuspern vermeiden. Kein Sprechen über Lärm. Und so gibt es zahlreiche Tipps, wenn ihr merkt, ihr seid angeschlagen am Ende eines stimmintensiven Tags, dann könntet ihr feucht inhalieren. Das wären so nur ein paar rausgegriffen, vielleicht von den Tipps, die eure Stimme idealerweise pflegen können. Ja, wunderbar. Vielleicht darf ich da ganz kurz einmal einhaken. Ja. Du hattest gesagt, nicht über eine größere Lautstärke oder bei Gruppen, dass man Ja. da nicht permanent drüber spricht. Das ist in manchen Berufen, wie ihr sicherlich wisst, recht schwierig, wenn man zum Beispiel an Schulen arbeitet oder auch in Kitas arbeitet oder in anderen Settings tätig ist, wo man einfach ständig Ja. mit Gruppen zu tun hat. Vielleicht kennt ihr das auch, aber es lohnt sich auch da, sich zu überlegen, was könnten Möglichkeiten sein, nonverbale, aber wirkungsvolle, leise Zeichen zu Total. vereinbaren mit der Gruppe. Es kann ja auch eine Erwachsenengruppe sein. Es müssen ja gar nicht immer die lauten Kinder sein. Es darf ja auch mal sein, dass man viele Vorträge hält oder Workshops gibt und sich auch da überlegt, was kann ich mir überlegen, um diese Gruppe dazu zu bewegen, aufmerksamer zu sein, leiser zu sein, so dass ich nicht permanent stimmlich dagegen angehen muss. Das nur so als Das kleine ist Seitinformation. unbedingt, unbedingt ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn ihr draußen arbeitet, es gibt Sprachverstärker. Ich hatte in der Therapie Pastoren, die während Corona auf einmal draußen Genau. arbeiten Ja. mussten. Eine Richterin in der Behörde, wo die ganze Zeit eine Vierspurstraße bei geöffnetem Fenster entlang lief. Man kann viel über Technik tatsächlich machen. Sehr angenehm, sich mit zu mikrofonieren, dass ihr nicht schreien müsst. Aber eben auch in der Arbeit mit Gruppen einfach das im Hinterkopf haben und euch nicht auf eure Kosten stimmlich verausgaben, indem ihr über Lärm spricht, sondern tatsächlich erstmal die Ruhe herstellt. Und natürlich auch wisst, wie könnt ihr kraftvoll sprechen mit eurem Körper gemeinsam. Vielleicht, also wir haben noch so 2 Minuten. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Wenn du Ja. nicht noch einen ganz wichtigen Punkt hast, den Wir haben du. danach aber noch Zeit für Ja, eure wir haben noch Fragen. Das Zeit, wäre ja genau. sonst grob unhöflich. Genau. Nur noch mal so für die Allgemeinheit. Du hattest das eben gesagt, dass vielleicht auch eine Stimmtherapie in Frage kommt. Kannst du noch mal sagen, was passiert da? Wie lange kann sowas gehen? Habe ich da überhaupt ein Anrecht, einen Anspruch drauf? Wie ist da so das Prozedere? Genau, also wie gesagt, eine Stimmtherapie ist für mich ganz ähnlich einer Physiotherapie. Das nutze ich immer ganz gerne, das Beispiel, weil ihr es alle kennt, indem es darum geht, die Stimmfunktion zu rehabilitieren. Und zur Stimmfunktion, darüber haben wir heute schon gesprochen, gehören alle diese Funktionsbereiche, die Haltung, der Muskeltonus, die Atmung. Das heißt, ihr lernt ganz, ganz viele, hoffentlich gute Übungen kennen, hilfreiche Übungen, die ihr nutzen könnt, um wieder in eine Balance für die Stimmgebung zu kommen, mit einer erfahrenen Therapeutin oder Therapeuten. Aber auch aus meiner Sicht ist der
diese Beratung auf euch individuell zugeschnitten, in eurem Gefüge, in dem ihr euch stimmlich bewegt, ein ganz, ganz wichtiger Baustein der gemeinsamen Arbeit, dass man auch sich die Zeit nimmt, kurz zu besprechen, wo sind überhaupt, wofür braucht ihr eure Stimme? Was ist euch wichtig? Was ist euer Ziel? So dass wir genau auf euch maßgeschneidert sozusagen euch Übungen an die Hand geben, aber auch Tipps, wie ihr eure Stimme besser und stimmschonender vor allem einsetzen könnt, damit am Ende eine ganz klare Verbesserung steht. Das ist vielleicht das, was die Logopädie im Rahmen der Stimmgesundheit anbieten kann. Und ihr habt alle ein Recht drauf. Ihr seid alle stimmlich in intensiven Berufen tätig und könnt euch eine ärztliche Verordnung holen. Das ist das Gute, dass ihr außer dem gesetzlichen Eigenanteil auch tatsächlich, das ist eine Kassenleistung. Auch das ist gut zu wissen. Super zu wissen. Physiotherapie macht man öfter mal. Genau. Einfach so, wenn es im Nacken zwickt ganz oder so. Genau. Für die Stimme sollte es genauso natürlich sein. So ist es.